Oh! Ja! Schaut euch das an, wunderschön. Das Spiel ist kurz vor live. Das ist die Uhrzeit heute. Ich danke euch fürs Warten. Endlich geht Made in Brazil und Renegades in das Match in der ESL One Cologne 2018. Das erste offizielle Spiel unter der Flagge der Brasilianer. Sie sind, it's coming home. CS is coming home. Für die Brasilianer auf jeden Fall. Bolts, Coldzera, Fair, Fallen und Stewie unverändert, was das Lineup angeht. Aber die Organisation von Immortals aufgekauft und jetzt wieder gelauncht. Made in Brazil steht. Also dafür steht das M-I-B-R. Mibr. Und wer das Mibr ausspricht oder Mibr oder was auch immer, sagt einfach Made in Brazil. Das geht fast genauso schnell. Ist viel besser. Ja, viel ist noch nicht passiert. Made in Brazil hat Mitte-Kontrolle bekommen. Renegades zieht sich auf dem B-Spot zurück, aber auf A wollen sie Informationen sammeln. ACA wird da auf den Mini-Peak geschickt. Die Bombe ist an der Tür im Moment oder bei der Tür. Rotiert jetzt aber zur Mitte. Wer Nifty schon mal abgeknallt? Wichtiger Spieler für Renegades. ACA natürlich nicht minder wichtig, vor allem wegen seiner Position. Jetzt steht er mitten in der Main. Er kann von drei verschiedenen Leuten angegriffen werden. Er weiß noch gar nicht, was da auf ihn wartet. Und Made in Brazil ist das nicht sicher genug. Sie gehen lieber auf den B-Spot. Das wird jetzt aber auch gleich sehr laut werden. Und ACA hat die Information bekommen. Er pusht sogar nach vorne. Hat schon gemerkt. Ja, die teasen mich nur. Die wollen eigentlich gar nicht auf den A-Spot. Schöne Shots von JKM, JKS und ACR. Und JKM zum Zweiten. Der Norweger. Er killt zwei Leute und ist als Fremdenlegionär maßgeblich daran beteiligt. 1-0, 3 Kills insgesamt für JKM. Und ja, viel Diskussion natürlich über SK. Die haben jetzt im Moment kein Counter-Strike-Team. Die warten sicher auf die Gelegenheit. Ja, wir haben einige Franzosen, die ohne Team rumgurken und auf jeden Fall das Potenzial zu einem Top-Team haben. Wie sich das dann aber klären lässt, ja, wir haben ja viele persönliche Probleme teilweise zwischen den französischen Spielern, dass sich der eine mit dem anderen nicht verträgt und so. Die haben schon so lange zusammengespielt, sich so oft gemixt, dass da teilweise auch nicht mehr so viel möglich ist. Und ja, wer sich... Also, das tut mir leid, Brücki for life. Dass du jetzt SK-Merch hast und die jetzt unter einer anderen Flagge spielen. Das Geile ist nur, vielleicht hast du ja den Spielernamen drauf. Und dann kannst du sagen, ich war schon Fallen Fan, als der noch bei SK war. Und dann ist es wieder was ganz Besonderes. Mach es zu was Besonderem. Titan-Sticker sind jetzt auch alle teurer geworden. Und Made in Brazil hat den Plant auf dem A-Spot erlangt. Aber der Retake kommt jetzt. Und wenn Bolts nicht bald anfängt zu hitten, wird das nichts mehr. Stewie hittet seinen dritten Spieler. Und jetzt muss er acen. Er steht alleine am Spot. Nochmal den Anschuss gegen JKS. Der ist down. Und ein Headshot entfernt. JKM ist der Retter für Renegades in der zweiten Runde. Knappes Ding. Sehr teurer. Sehr, sehr teuer. Stewie mit 4 Frags an der Diegel. Oh, JKM hatte kein Diffuse-Kit, aber das reicht trotzdem. 10 Sekunden hat er locker Zeit. Ja, der Clean Feed ist leider etwas asynchron. Ich habe das schon weitergegeben. Ich kann gerade mehr nicht machen. Da sehen wir auch den Shot von Stewie nochmal. Den zweiten. Der war easy gegen Nifty. Und dann ging es etwas hektisch zu. Ja, SK gibt es als Organisation noch, keine Sorge. Aber sie haben eben gerade kein Team. Ich habe Fallen die Hand geschüttelt, als er bei Kaboom war auf der ESWC. Top das mal!
Ich habe die gleiche Luft geatmet. Ja, das waren Momente. Er hätte auch nicht gedacht, dass er so gut wird. Zu dem Zeitpunkt hat das niemand erwartet. Das war so eher, hey, wir versuchen eine Szene aufzubauen. Wir haben keine Ahnung, ob es funktionieren wird und so. Da haben sie auch selber gesagt, yo, wir versuchen unser Bestes. Wir nehmen die Erfahrung mit. Aber dass sie dann so gut werden, haben... Also, kann mir viel erzählen, aber das hat keiner erwartet. Dass sie das Potenzial haben schon, aber nicht, dass es so schnell dann auch ablief für die Squad Umfallen. Also ich muss euch jetzt kurz dazu aufrufen, wenn nochmal jemand im Chat wegen SK und so weiter fragt, bitte klärt sie auch auf. Ich kann das nicht jede Runde wiederholen, sonst reden wir nur noch darüber. Auch ein Aufruf an die Moderatoren im Chat, dass sie das auch mit übernehmen und den Leuten im Chat dann eben auch erklären, wie die Sache gerade läuft. Dass die Verträge eben gewechselt wurden. Fallen und Co. spielen jetzt einfach unter einer anderen Flagge. Und Felix kommt hier mit den goldenen Calls. 16-11 für Big und Tabs 37 Frags. Eieiei. Da müssen wir noch ein bisschen warten, bis Big spielt. Das kommt dann auf dem zweiten Stream. Big gegen Liquid kommt dann um circa 15.30 Uhr. Wie gesagt, auf dem zweiten Stream könnt ihr dann noch rüberschauen. G2 hat glatt noch gegen Navi gewonnen. Ich glaube, ich häng. Sind die verrückt. Oh Mann. Das ist ja sowas von schlecht. Oh Gott. Und Smith mit 24 Frags. Ich glaube es nicht. Tja. So läuft es, wenn man übermütig ist. Und auch hier läuft es gerade nicht so gut für den eigentlichen Favoriten. 3-0 für Renegades. Waffenrunde wird von Made in Brazil sehr langsam angegangen. Bei 35 Sekunden gehen sie jetzt auf den A-Spot. Execute. Sie haben aber keine Kontrolle in der Mitte und auch niemanden auf B stehen. Sie gehen da mit sehr viel Mut zur Lücke. Auf den Spot. Die Mitte ist noch geboostet. Es wird aber sehr spät erst alles gespielt. Ustilo komplett blind. Nifty hat sich aber Stewie geholt. Bolz ist auch down. Der Mitte-Push nicht ganz so erfolgreich. Er kommt zwar durch, aber ACA steht auf dem Spot mit 2. Case an der UMP mit 7 Sekunden. Hat Cold eigentlich nicht mehr die Zeit. Jetzt muss er ACA innerhalb von 4 Sekunden finden. Er rennt durch die Smoke. ACA, er stellt sich um und killt ihn dann sogar noch. Renegades mit dem 4-0. ACA perfekt gespielt. 2 Kills an der UMP. Dann auch noch um den Spot getingelt, um Coldzera auszuhebeln, auszumoven und die Runde für Renegades zu sichern. Das war nochmal sehr knapp, was Coldzera da gebracht hat. Er ist ja der Ingame-Leader-Tätigkeit entbunden worden. Es ist wieder Fallen am Steuerknüppel. Das macht mich zumindest zuversichtlich. Müssen wir natürlich noch abwarten, wie sich das dann rauskristallisiert. Aber damals war Fallen einer der Gründe, warum sie so erfolgreich geworden sind. Warum sollte es nicht wieder sein? Mit seinen Calls und der AWP gleichzeitig. Er ist einfach mega stark. Wie viel können wir von Nifty erwarten? Er ist meiner Meinung nach einer der Spieler, der das Zünglein an der Waage sein muss für Renegades. Die sind eine sehr ausgeglichene Squad. Jeder kann da mittragen. Aber wenn es hart auf hart kommt, sehe ich Nifty in der Pflicht. Zusammen mit JKS. Umso besser ist es natürlich, wenn die anderen mithelfen. Das läuft im Moment ganz gut. Renegades sei auch hier wieder unbeschadet. 5-0. Das Geld schaut gut aus. 10.000 bei ACA. Okay, jetzt kauft er natürlich in dem Moment, in dem ich sag, war ja klar. 5.000 also jetzt für ihn. 6.000, 7.000 bei JKim und JKS. Da können sie locker nochmal kaufen, wenn sie jetzt verlieren. Und je nachdem, wie viele Waffen sie saven, das sogar nochmal rauszögern auf 2 bis sogar vielleicht 3 Waffenrunden. Renegades kann sich also einen Fehler oder 2 erlauben, solange sie Waffen saven können.
Jetzt könnten sie auch, ohne zu saven, nochmal nachkaufen. Also Luxus für Renegades gerade. Und deswegen spielen sie etwas aggressiver, etwas erleichterter. JKS da gleich mit 2 Ks. Das gehört verboten. Ostilo, hinterm Roten hält das Dewey noch auf und Made in Brazil hat nichts mehr. Sie haben noch eine Smoke, Molotov und 2 Flashes. 2 Spieler gegen 4. Sie haben keine Mitte-Kontrolle, sie haben keine Main-Kontrolle. Mitte wird ihnen zwar gegönnt von Renegades, aber was wollen sie dann zu zweit in der Mitte? Da muss Renegades schon einige Duelle verlieren, wenn Made in Brazil zurückkommen will in die Runde. Das ist schon mal nicht der Start, den sich die Brasilianer erwartet haben. Aber es ist Cash, es ist deine Map, die lange Zeit offen sein kann und am Ende kriegst du noch mal ein paar Runden drauf. Ja gut, Nifty wird also auch warm oder ist schon warm, wenn nicht brennend heiß. Ja, der lässt da nichts mehr wachsen. 2 schöne Kills von Nifty. 6:0. Die Führung für Renegades. Mehr als stabil. Fallen steht 0:06. Und jetzt das Timeout. Wie schaffen sie es, Fallen einen Kill zu bescheren? So nicht. Das ist klar. Also Fallen jetzt mit dem Special Call. Die Runde, um kein Bond zu werden. Nee, also was kann Made in Brazil überhaupt gerade spielen? Auf A sind sie wenigstens draufgekommen. Aber dann fehlen ihnen meistens die Spieler, um ihn zu verteidigen. Mitte hat bisher ganz gut geklappt. Vielleicht mal ein bisschen B einfließen lassen jetzt. Mitte spielen, dann bist du flexibel. Dann Default. 3 Leute in die Mitte, schauen, was da läuft. Ein A, ein B, das wäre eine Möglichkeit. Oder sie gehen sofort B, das gibt's natürlich auch. Die lassen sich erstmal ein bisschen Zeit, sie ignorieren die Mitte vorerst. Haben 2 Spieler in A. Ist interessant, was Fair und Bolts da gerade vor A machen. Und jetzt gehen sie in die Mitte und sie wollen auf B. Stewie mit dem Entry Frag. Jacob steht da auch noch hinten drin. Der wird rausgemollied. Perfekt gemacht für Made in Brazil. Auch die richtigen Positionen sozusagen. Wenn die beiden CTs auf dem Spot stehen, dann schaut das ganz anders aus. So konnte Made in Brazil 2 Kills machen. Renegade wird saven. Die riskieren ihre Waffen da nicht mehr. Das heißt, wenn sie alle 3 Waffen rüberbringen, können sie easy kaufen und dann eben auch nochmal eine Runde kaufen. Das ist, wie ich gesagt habe, jetzt der Fall. Dass sie das Geld etwas strecken können. Dadurch länger mitarbeiten können. Es wird still um Renegades. Made in Brazil? Warum gehen sie nicht Exit-Fraggen? Fragt man sich. Sie haben selber nicht das Geld, großartig Waffen rauszuwerfen. Und sie wissen selbst, Renegades wird wieder einen Full-Buy haben. Made in Brazil braucht also jeden einzelnen Spieler, damit sie auch das Equipment mit haben, damit sie vielleicht nächste Runde gleich den Druck aufrechterhalten können. Und damit sie auf keinen Fall irgendjemanden dabei haben, der schwächer ausgerüstet ist. Denn jetzt zählt's. Jetzt müssen sie die Folgerunde holen. Und selbst danach müssen sie nochmal gewinnen. Wir sind selber nach dem Fullbuy mit 2 AWPs. Ja, sie brauchten nur eine nachkaufen, aber da hat Nifty immer noch 8000, ACA hat immer noch 7900, Ustilo hat auch noch 7000. Die können also, jeder von denen kann nochmal was droppen für einen Mate. JKS und JKim werden dann ja sogar auch aus eigener Kraft kaufen können nach 2 Runden. Das ist sehr viel Geld. Renegades
Also noch nicht wirklich unter Druck. Das letzte Mal, als das Lineup um Made in Brazil Cash gespielt hat, ging es einmal 16-13 an Space Soldiers und einmal 16-14 an Made in Brazil. Das war noch unter der Flagge von SK auf der ESL1 Belo Horizonte. Ansonsten ist Cash keine so schlechte Map für sie. Also das 6-1 ist jetzt nicht die generelle Schwäche von Made in Brazil, sonst hätten sie die Map auch nicht durchgehen lassen. Der schnelle Bego schaut vielversprechend aus, aber die Nate, da hat Fair noch Glück, dass die Nate JKS überhaupt gekillt hat. 3 gegen 3, Bombe kommt gerade erst auf den Spot. Vielleicht kann Nifty nochmal mit der AWP reinschießen, aber er wird weggemollied. Man sieht sofort, dass sich auch AZR wieder zurückzieht, weil seine Teammates nicht in den Spot können. Und er kommt sogar jetzt auch mit nach vorne. Sie sind der Meinung, dass es nicht viel bringen würde, wenn sie sich nochmal aufteilen. Ustilo mit dem ersten Kill. AZR macht den zweiten und Cold Zero ist plötzlich alleine. Der jetzt nicht mehr Ingame-Liegende Brasilianer gegen 3 CTs. Oh, Nifty war verdammt schnell am Abzug. Da hat der Cold Zero sehr schnell rausgenommen. 7-1, Brazil, never forget. Und das 007 für Fallen. Wenn davon mal jemand einen Screenshot machen könnte und ihn mir zuschickt auf Twitter, wäre ich ihm sehr verbunden. Einfach @DabuTV und ich freue mich den ganzen Abend. Mann, oh Mann. 2 Memes auf einen Schlag. Wann bekommt man sowas? Und dann auch noch Fallen. Das Gute daran ist, von einem Spieler wie ihm kann man bei einem 007 noch sehr viel erwarten. Ja, da denkst du nicht, ja gut, der hätte auch normalerweise nur 3 Kills oder so. Nee, Fallen kann sich da auch wieder rausarbeiten. Made in Brazil hat erstmal nur ein sehr beschränktes Equipment. Hauptsächlich Molotovs dabei. Nicht so viel die Smokes. Sie brauchen selbstverständlich 1-2 Smokes, um die jeweiligen Rotations abzusmoken. Auf dem Baseboard wäre es der CT-Spawn, auf A wäre es der Highway und der Truck über den oder zwischen den roten Container und den Forklift eine Smoke reinschmeißen, damit du erstmal auf den Spot kommst überhaupt. Die ersten Choke Points zu überwinden. Jetzt geht's auf den A-Spot für Made in Brazil. 4 Leute durch die Mitte. Sie haben dadurch auch noch die Option, rüber zu gehen. Aber jetzt ist die Bombe über die Tür unterwegs. Dass da keiner Main geht, beunruhigt mich etwas. Wenn Ustilo den richtigen Sinn hat, wenn er jetzt in die Main pushen würde, wäre das perfekt. 20 Sekunden auf der Uhr. Ustilo erwartet jemanden aus der Main. Genau deswegen jetzt vielleicht die Überzahl, die Made in Brazil auf dem Spot ausnutzen kann. AZR aber wieder mit 2 Kills. Macht eine großartige Partie. Ustilo kommt erst jetzt zum Schuss und die Chance verpatzt er. Cold Zero killt JKS. Stewie nochmal aus dem Quad gegen AZR. 2 gegen 3. Ustilo verzweifelt auf der Suche nach einer Möglichkeit, diese Runde zu beeinflussen. Und obwohl er im Spot steht, konnte er bisher nichts dagegen tun. Richtig eklig für ihn. Jetzt kommt Jakim, um ihm auf die Sprünge zu helfen. Ustilo springt auf den roten Container. Schöner Kill gegen Stewie. Und da ist die Gelegenheit. Vorhin gerade Jakim gekillt, aber Ustilo war geduldig. Er war konsequent. Er hat nicht aufgegeben. Und am Ende defused er die Bombe. Sehr schönes Timing von ihm und Jakim. Da haben sie beide Spieler überrascht. 8-1 für Renegades. Sehen wir nochmal AZR, der off-angle gestanden war, an der Smoke-Kante. Etwas schwerer zu sehen. Und Ustilo, der schon einige Lowlights auch gebracht hat in seiner Karriere. Ist ein legendärer Clip von ihm im Umlauf gewesen, als er 4 Spieler
mit dem Rücken zu ihm auf Mirage hatte. Er war unter Holz als CT und er hat keinen Schuss getroffen. Und die russischen Kommentatoren sind natürlich das Highlight daran. Die werden nicht so hart geflamed, wenn man mal Kritik übt. Bei denen wird das gefeiert. Aber das ist eine andere Kultur, verstehe ich natürlich. Aber die haben da Ustilo gut aufs Korn genommen. Fast wie Solek damals. Slam ist natürlich der Typ dafür. Könnt ihr ja mal schauen, ob ihr den Clip finden könnt. Stewie und Co. wollen einen Weg finden, dieses Match zu gewinnen. Und im Moment schaut es nicht so aus, als würden sie das schaffen. Zumindest einem Quad gespottet. Ja, wow, da ist einer übrigens im Quad am A-Spot. Ja, okay, das hätte ich dir mit verbundenen Augen auch callen können zu dieser Zeit. Bei einer Minute ist meistens jemand im Quad an A, bis er gespottet wird. Und dementsprechend verschiebt AZ auch hinter den roten Container. Er hat noch ein Teammate im NBK. Das Equipment von Made in Brazil ist nicht zahlreich genug vorhanden, dass sie da gegen NBK was machen könnten. Weder Flashes noch Smokes sind vorhanden. Fair hat noch eine Flash dabei. Coldzera währenddessen mit der Deagle gegen Nifty aktiv geworden. Oh, schön nochmal von Fair und Cold. Oh, sie drehen es. Jacob steht noch am Spot, aber er muss auf JKS warten. Gute Reaktion von Jacob, dass er zurückfällt und nicht zu sehr in den Spot pusht. So können sie es zusammen angehen. Schöne Nade gegen Coldzera. Da kommt die nächste. Hat noch 28 HP und wird von JKS schon abgeaimt. Fallen. Im 1 gegen 2, da kommt der Molotov, er muss raus und JKM aimt ihn ab. Trotzdem eine erfolgreiche Runde von Made in Brazil, die auf einen Schlag 3 Kills gemacht haben. Dadurch auch legen konnten. Und ja, es sind kleine Erfolge, aber man muss im Moment einfach auch die Kleinigkeiten hervorheben für Made in Brazil. Die am Struggeln sind. Und da ist dein Plan schon ein Erfolg. Noch 0 Kills bei Bolts in 10 Runden. Fallen ist er jetzt auch nicht unbedingt besser unterwegs. Man merkt also, dass es nicht an einem Spieler liegt oder so, sondern dass im Moment gerade einiges schief läuft für Made in Brazil. Cash kann auch mal so laufen. 9 Runden auf der CT-Seite zu haben, ist definitiv gut. Da brauchen wir nicht drüber reden. Da hat Renegades mehr als die notwendige Arbeit erledigt. Also sie ziehen sich im richtigen Moment zurück. Die richtigen Spieler kriegen Multikills. Ich sag nur AZA. Mehrere Male hintereinander auf dem A-Spot die ganze Sache gerettet. Ustilo einmal im Retake in 3 gegen 2 auch gerettet. Es waren sehr knappe Runden dabei. Die waren auf der Kippe gestanden. Aber immer wenn es auf der Kippe steht, passiert bei Renegades was Gutes. Meistens ist es ein Double-Kill von einem der Spotspieler. Jetzt zum Beispiel die richtige Reaktion von Made in Brazil, aber Nifty knallt einen ab, zieht sich zurück. Ustilo hat Main erobert, so wie ich es vorhin von ihm hätte sehen wollen. Er kommt ein bisschen zu früh wieder, da wurde er von Coldzera noch abgeaimt. Aber trotzdem war das Prinzip richtig gespielt. AZA in der Mitte, da warten noch 2 Ts, um die Rotation eben abzufangen. Bolts und Fallen decken sich gegenseitig und hindern JKS und JKim daran, wieder auf A zu kommen. Das war sehr schön gespielt von Made in Brazil. Den B-Spot so vorbereitet, dass die CTs rotiert haben. JKS wurde weggeflasht. Die CTs mussten darauf reagieren. Dann die Mitte eingenommen. Nifty hat zwar einen Frag gemacht, aber der wurde dann relativ schnell wieder ausgeglichen. Da könnte man jetzt echt sagen, wenn Ustilo länger in der Main bleibt, sie planten lässt, sich erst sehr spät einschaltet, so wie es vorhin war, ist es vielleicht effektiver, aber er wollte sie überraschen. Er hatte nicht damit gerechnet, dass sie mit ihm rechnen. Ist selbstverständlich dann, wie du es machst, machst du es falsch, Prinzip.
Also Timeout vorbei. Renegades wieder eingestellt. Wir wollen auf keinen Fall die Kontrolle hergeben. Na, da kommen ja noch mehr Kollegen hier. Hallo Slivo, hallo MAK. Wie geht's euch? Oh, shit. Ja, der Wechsel der Organisation, offensichtlich für Made in Brazil. Auch der Wechsel des Ingame-Leaders von Coldzera of Fallen nicht genug. Jetzt gehen sie auf den Full A-Execute und das relativ zügig bei 1.30 schon. Renegades hat noch sehr viel Equipment, um gegen zu blocken. Die wissen nur noch nicht genau, was der Plan von Made in Brazil ist. Coldzera killt AZ. Ah, super Flash gegen Ustilo. Boah, das Timing. Genau sowas will man von Made in Brazil sehen. Und da weiß Renegades schon, dass nichts mehr zu holen ist. Und das ist einerseits halt gut für Renegades, andererseits auch scheiße für Made in Brazil. Denn die können einfach die CTs so nicht brechen. Renegades wird wahrscheinlich wieder drei Waffen saven, außer Jacob übertreibt. Übertreibt das? Nein, er bleibt zurück. Dann können sie sich wieder gegenseitig droppen, wieder Fullbein. Und so kann Made in Brazil einfach immer wieder gegen den gleichen Berg anrennen. Und ihr habt es selber gesehen, die haben noch keine Folgerunde geholt. Und jetzt eine zu holen, ist schon mächtig spät. Wenn es überhaupt klappt. Also, dass Renegades mal hier, mal da eine Runde verliert, weil Made in Brazil zu fünft auf Nasbot rennt, da kann man AZA und Ustilo auch keinen Vorwurf machen. Also von dem her bin ich da auf jeden Fall weiterhin positiv eingestellt. Renegades hat einfach in den richtigen Momenten ihre Shots auch getroffen. Aber die Flash, muss ich sagen, die Flash war perfekt getimed für Stewie gegen NBK. Wenn jetzt nochmal solche Dinger vorbeikommen, dann fange ich langsam an Made in Brazil zu glauben. Ich habe eigentlich von Anfang an sie geglaubt. Ich hatte gehofft, dass sie aus ihrem Slump rauskommen. Und Renegades ist natürlich dann eigentlich ein guter Gegner. Andererseits weißt du nie, was von denen so kommt. Und heute eine extrem starke Partie. Hä, Kollegen heißt doch Leute, die man nicht ab kann, oder? Habe ich da was falsch verstanden in meinem Leben? Liebe geht raus. Die B-Banks haben jetzt gar nichts gebracht für Made in Brazil. Haben sie sehr viel Zeit reingesteckt und währenddessen sonst nicht viel gemacht auf der Map. Nifty hat sich währenddessen mal A-Main erobert mit der AWP. Geht da im Zoom um die Ecken. Überraschung wird groß sein, wenn die Brasilianer reinrennen. Vor allem, weil sie bei 40 Sekunden sich auch sputen müssen. Die Gefahr für Chaos ist dann selbstverständlich hoch. Die Gefahr von Chaos, meine ich natürlich. Ja. Aber wenn man dann so einen Entry-Frag macht, dann ist das ein Geschenk. Aber Ustilo droppt den Bombenträger bei 18 Sekunden. Jetzt müssen sie wieder zurück. Ustilo steht da super. Am Vorklef, der putscht sogar raus. Schau dir Ustilo an. Fallen mit dem Trade. 10 Sekunden auf der Uhr. AZA hält den Spot. Jetzt muss eigentlich nur noch reingetradet werden. AZA wird aber von Coldzera abgefangen. Der wirft trotzdem nach dem Molotov und Fallen verbrennt. Der hat aber noch die Bombe gelegt. Und Coldzera killt JKS. Ich glaube, ich häng. Was ist das für eine Runde? JKM im One-on-One. Die Bombe nicht für Coldzera gelegt, aber JKM bietet sich an. Nimm mich. Oh, du Gott des Counter-Strikes. Gewinne diese Runde für Made in Brazil. Und Coldzera sagt Dankeschön, mein liebes Mate. Dass du nicht einfach defused hast. Boah. Aber solche Zufälle. AZA, der den Molotov noch wirft, aber gleichzeitig von Coldzera getötet wird. Dadurch Fallen killt. Der hat aber die Bombe noch gelegt. Da sehen wir diesen Moment. Das war der Schlüssel. Fallen legt die Bombe. Während er verbrennt, schafft es dadurch Coldzera den Clutch vorzubereiten. Und Made in Brazil hat zwei Runden in Folge gewonnen, aber in einem haarscharfen Klatsch. Heidadei.
jetzt gegen die Upgraded Pistons von Renegades. Boah, okay, ich wollte gerade schon sagen, das sollte eigentlich im Autopilot durchgehen, aber nicht mit Ustilo und Nifty. B zu 50 und CZ for the win. Ustilo sich die AK gekrallt und geht jetzt auf Informationssuche zusammen mit Nifty. Sie versuchen hier gleich den Überraschungsfaktor der AK zu benutzen, sonst würde Nifty vorgehen und schauen, ob Gegner da sind. Sie hoffen darauf, dass Ustilo sofort den Kill macht, wenn er Contact bekommt. Man könnte Nifty ja auch als Vorwarnsystem benutzen. Gleichzeitig warnt er die Gegner dann auch vor, dass da jemand anders kommen könnte. Jetzt haben sie sich etwas voneinander getrennt. Nifty hängt etwas zurück. Coolzera kriegt dadurch oder kriegt währenddessen einen Headshot von JKS. Aber USP-Headshot ist er selber. Ist eher ein Bienenstich. Coolzera verbrennt, aber da ist wieder der Molotow. Die haben beide kein Armor und das merkt man jetzt. Ustilo von der Nade auf 12 HP, fallen, legt noch eine nach, aber Nifty hat auch eine AK bekommen. Zwei schnelle Shots. Nein, nicht diesmal. Fallen mit der AWP zur Stelle und Made in Brazil macht große Schritte Richtung 9 zu 6. Und auch wenn es 9-6 auf der T-Seite ist mit 6 Runden, nicht ideal, aber etwas, womit Fallen auf jeden Fall auch arbeiten kann. Die CT ist wieder mit einem Full-Buy ausgestattet in dieser letzten Runde. Keine Helme bei drei Spielern, das juckt im Moment niemanden. Die AKs knallen nicht eh sofort raus. Die HEs, haben wir vorhin gesehen, waren für Ustilo ein Problem. Das könnte jetzt auch der Fall sein. Aber so viele hat Made in Brazil auch gar nicht dabei. Deswegen droht Renegades auch von dieser Seite nur eine kleine Gefahr. Sehr passives Up-Aimen der CTs im Moment. Aber viel Aggression hätte ich mir eh nicht erwartet von Renegades. Zumindest nicht in dieser Runde. So, beim 7-1, 8-1 schon eher. Ich glaube, da sind sie ja dann auch aggressiv gegangen. Da war, genau eine Runde vorher haben sie drüber geboostet. Da ist dann Fallen in der Main gestorben. Da hat, glaube ich, JKS den Double Kill mit der UMP gemacht. Also da hat man schon gesehen, Renegades hat Made in Brazil auch mit offenen Armen empfangen. Hat sich da nicht unterkriegen lassen vom Ruf der Brasilianer, der aber in den letzten Monaten sehr gelitten hat unter deren Performances. 40 Sekunden auf der Uhr. Made in Brazil hat noch nicht viel erreicht. Sie wollen aber definitiv auf dem Baseboard gehen. Das sieht man jetzt an den Stellungen der Spieler. Und JKM profitiert aus der Ablenkung, die Nifty ihm beigesteuert hat in der Mitte. Und dummerweise ist er dann schon sehr schnell getradet worden von Coolzera. Der hat nur noch 2 HP. Und JKS basht rein. Die war ja richtig nice gemacht. Schaut euch an, wie blind die sind. Der geht sogar nochmal raus auf den Peak. Das war vielleicht ein bisschen viel gewollt. Stewie mit dem Double Kill. Jetzt noch 8 Sekunden auf der Uhr. Stilo von hinten. Jetzt im Molotow auf die Bombe. Die haben 4 und 2 HP. Was wollen sie da noch machen? Nichts. Nichts. Stilo mit dem goldenen Molotow. 10 zu 5 gewinnt Renegades diese Halbzeit. Und das heißt nicht nur gewinnen, sondern das ist das Äquivalent eines 12 zu 3 gefühlt auf Cash. CT-Seite 10 Runden. Eieiei. Wird eine interessante zweite Hälfte. Renegades hat einigen Raum zum Spielen, sich auszuprobieren. Und Made in Brazil kann sich kein Double Save leisten, sonst sind sie fast sofort schon raus. Dann wäre es ein 12-5, also sagen wir jetzt mal, sie gewinnen die Piste 10-8, dann werden sie aber zum Saven gezwungen, dann ist es ein 13-8 oder sowas. Und dann kann Renegades eigentlich 10-mal B-rushen und gewinnt die Partie. Mal sehen, ob sie das machen werden. Stewie und Fair machen erstmal 2 Kills. Nifty mit der Antwort, steckt jetzt aber in der Main fest. Fair ist immer noch im Quad. Coolzera kommt dazu. Fair nimmt sich seinen dritten Kill. Jetzt kommt die Support-Flash. Und Fair Nummer 4
Man könnte fast sagen, das war unfair. Okay, das ist der einzige. 10 zu 6. Jetzt die Pistol Round, also die Anti-Eco gewinnen. Nochmal eine gewinnen, steht's 10-8. Renegades haben jetzt auch geforst. Auch wenn sie nächste Runde einen Plant hinbekommen, wird es nicht für den Ball reichen. Also wenn, dann haben wir ein 10-8. Oder Renegades gewinnt diese Runde. Das ist durchaus möglich. Dann wäre alles wieder komplett über den Haufen geworfen. Und dann ist Made in Brazil auch ruckizucki wieder zurück im Match. Eine Waffenrunde. Und schon sind sie wieder dabei. ACA und Co. wissen, wie wichtig es ist, jetzt konstant auf und auch in ihren Eco-Runden Schaden zu machen. Wenn sie es schaffen, 2 bis 3 Kills pro Runde zu erarbeiten, dann können sie Made in Brazil innerhalb von einer Runde resetten und dadurch den Sprung zum 12 zu X zu machen. Das muss das erklärte Ziel von Renegades auch sein. ACA wurde Mitte vorgeschickt, aber abgefangen. Fallen steht da an den Sandsäcken. Und der Call von Renegades jetzt umzuziehen zum A-Spot, gar nicht so verkehrt. Fair hat da keine Smoke, mit einer HE könnte er sehr viel Schaden machen. Aber das Timing ist natürlich dann entscheidend. Da kommt sie auch schon. Gutes Timing. Ustilo kassiert 40 Damage. Die Flash ist noch besser getimed. Er hat da schon ein Gespür dafür. Bolts und Fallen sind mit am Spot. Okay, jetzt nur noch Bolts. Fallen ist abgebogen. Ah, er steht da close. Die müssen sie eigentlich killen. Ja, J-Kim und JKS killen wenigstens 2 Leute. Das war's. 7 zu 10. Fair mit einer wunderbaren Partie. Auch wenn Bolts echt hinterher hängt. Der hat aber 8 Assists, Leute. Der hat 8 Assists. Ich weiß nicht, was er macht. Aber 8 Assists sind schon heftig. Und das war ja größtenteils auf der T-Seite. Auf der T-Seite 8 Assists ist der noch bitterer. Heißt aber auch, dass er nicht viele Headshots verteilt hat. Auf der D-Seite, wenn du einen Headshot verteilst, ist das normalerweise immer ein Kill. Logischerweise mit der AK. Oh, Stewie, ganz schnell gegen J-Kim vorgegangen. Geht jetzt sogar nochmal rein. Das war eine super Reaktion von ihm. Ja, Nummer 3 für Stewie. Nummer 4. Und Nifty fällt ihm nicht zum Opfer. Den lässt sich Fair nicht gönnen, nehmen. Also 10 zu 8. Jetzt haben wir die erste. Nicht die erste Waffenrunde. Doch, die erste Waffenrunde sollte doch jetzt eigentlich gespielt werden. Also ich weiß nicht, was da mit dem Geld falsch ist. Aber das ist nicht das Geld, das wir haben. Wir haben nämlich hier einen Fullbuy. Ich habe schon gedacht, wie kann das sein? 1-4, 1-9, 2-4. Das war falsch. Also da war das Overlay verkehrt. Nicht verwirren lassen dadurch. Ist auch alles noch ganz neu. Cold Zero und Bolts kriegen 2 Entries. Ja, das war sehr wichtig für Made in Brazil. Dadurch ermöglichen sie sich den Retake. Nifty muss jetzt planten, bevor die Smoke weggeht. Am besten noch. Die smoken jetzt nochmal neu und er plantet. Ja, er plantet so, dass man eigentlich auch hinter der Box noch diffusen kann. Man ist etwas exposed, aber das geht schon. Und der sucht und sucht und sucht. Der braucht auf jeden Fall noch den Ausgleichskill. Jetzt ist aber auch Main ein Problem geworden. Und keiner hat Main-Kontrolle von Renegades. Das heißt, Nifty ist immer noch mitten am Spot und versucht, so viel wie möglich irgendwie zu erreichen. JKS jetzt mit dem Headshot, den ersten. Aber der zweite will nicht. ACA ist im Quad alleine. Die wissen schon ungefähr, wo sie ihn zu suchen haben. Kommt die Nade reingeflogen. 50 HP noch. Den ersten killt er. Vorhin ist schon am Defuse. Oh, der sprayt einfach beide um. Da war die Bombe kurz vorm Explodieren. Vorhin musste defusen. Und ACA klatscht das Ding aus dem Quad. Fast genauso wie auf der CT-Seite. Da hat er die Runden von dort aus verteidigt. Jetzt hat er von dort aus angegriffen. Da kommt Bolts um die Ecke gesprungen.
Und den Spray lässt er sich nicht nehmen. Vorhin muss relativ kurz vorm Defuse gewesen sein. Ich glaube noch eine Sekunde, vielleicht eineinhalb Sekunden. Ja, und das Timeout von Renegades gleich mal, um abzukühlen, finde ich sehr gut, dass sie da auch emotionale Timeouts nehmen, um sicherzustellen, dass sie in diese sehr wichtige Runde, denn jetzt können sie Made in Brazil resetten, jetzt können sie sie in den Safe zwingen, dass sie da wieder alle auf der gleichen Page sind, dass AZA durchatmen kann und sie sich nochmal koordinieren. Was spielen wir jetzt? Sie haben ja nicht so viel Geld. Jeder bis auf AZA ist gestorben. Das merkt man dann auch bei den Tees. In der Kohle. 2 UMPs. Eine Galil. Ne, 2 Galils sogar. Also ihr seht die Ironie der Sache. Made in Brazil verliert eine Runde, kann aber stärker kaufen als Renegades. Sehr spannende Runde. Man merkt schon, wie wichtig es ist. Renegades traut sich keinen Schritt zu machen. Die warten und warten. Sie warten auf den Fehler von Made in Brazil. Aber der wird nicht kommen. Die sind viel zu konsequent auf der CT-Seite. Sie haben ihre Fehler in Anführungsstrichen auf der T-Seite gemacht und dadurch wird es selbstverständlich umso wichtiger für Made in Brazil, auf der oder in der zweiten Halbzeit stabiler zu stehen. Renegades einigt sich auf den B-Spot bei 50 Sekunden. Kommen die Molotovs schon an. Made in Brazil hat Stewie relativ aggressiv an der Mitte stehen. Der kann jetzt durch den Vent gleich mithelfen. Der steht schon am Vent. Ustilo aber im Spot. Cold Sarah kriegt den ersten, den zweiten und den dritten kriegt er nicht. Ustilo macht eine gute Partie. Ich habe vorhin gesagt, Ustilo ist eigentlich derjenige, der bei Renegades immer wieder abfällt. Aber er hat sich zusammengerissen. Fair hat einen kleinen Trail durch die Smoke. Er könnte diesen Weg benutzen. Er hat Ustilos Waffe gesehen. Schießt ihn sofort über den Haufen. 2 gegen 3. Nifty steht flashanfällig. Kommt oft eine Popflash raus. Deswegen geht er aggressiv gegen Fair. War vorbereitet auf den Peak. Etwas erschrocken, aber trotzdem schnell gewesen. Jakim steht mit dem Molly in der Hand. Und der könnte es besiegeln. Wieder die Molotovs von Renegades. Er sprayt durch die Smoke, versucht so viel zusätzlichen Schaden. Bolz, er schafft es zu defusen. Jakim verbrennt ihn zwar, aber die UMP war nicht durchschlagskräftig genug. Made in Brazil gewinnt diese wichtige Runde und bleibt damit im Spiel. Renegades kann saven, nächste Runde dann wieder kaufen. Es eilt nicht für Renegades. Ah, da Cold Sarah. 2 sehr wichtigen Kills und Bolz, der sich für sein Team opfert. Ja, und die Anti-Eco wird ordentlich runtergespielt. Bolz in der Mitte dann von Cool Sarah auch noch supported worden. 11 zu 10, es wird ein knappes Spiel. Renegades kann aus der 10-5-Führung nicht so viel machen, wie sie sich selbst erhofft haben. Und auch diese Waffenrunde in der Mitte von Cold und Fair zerlegt.
Mitte ist No Man's Land für Renegades im Moment. Das haben sie vorhin schon getestet und jetzt wurde es definitiv bestätigt. Zumindest diese schnelle Art des Einnehmens funktioniert nicht. Nifty und JKS ziehen sich weit zurück. Das Prinzip des Schadenmachens ist jetzt etwas über den Berg. Ist zwar immer noch relevant, aber nicht mehr so ultimativ relevant wie vorhin, denn Made in Brazil hat schon zwei Spieler mit fast 5000 oder über 5000 und die können auf jeden Fall selbst kaufen und dann mit dem Loser-Bonus, den sie dann noch bekommen würden, etwas droppen. Also, wie gesagt, es ist etwas weniger relevant als vorhin. Vorhin schnappt sich da noch Nifty, der hatte die Bombe auch. Ja, da bleibt nichts mehr zu tun für JKS. Er wird auch noch von Fallen geholt. Und der zeigt, dass man manchmal schlecht in ein Spiel starten kann. Aber es kommt darauf an, was man daraus macht. 008, 0010, alles vollkommen egal, wenn du danach das Spiel gewinnst und deine Teammates Bescheid wissen, dass du an sich funktionierst, dann ist das kein Problem. Man darf nur auch als Spieler in seiner Situation nicht zu verteidigend werden, sozusagen. Also man muss sich auch einfach damit abfinden, ja? Heute läuft es jetzt einfach mal nicht diese paar Runden, wenn du dann anfängst, jede Runde deine Teammates zu erklären, so, ja, sorry Leute, ich war eigentlich drauf, aber dann habe ich genau im falschen Moment die Nade rausgeholt. Interessiert niemanden. Die wissen alle, der kann das Spiel, muss nichts erklären, er muss sich da nicht rechtfertigen. Und er rechtfertigt sich besser dadurch, dass er sich konzentriert auf sein eigenes Spiel und dann solche Shots gegen AZA setzt oder gegen JKS. Tontauben schießen für Fallen, auch wenn er dann gegen JKim ins Gras beißt. Die One-Deke, die kassiert man halt manchmal. Gegen 3. Solange Made in Brazil jetzt zusammenarbeitet, sollte das relativ glimpflich über die Runden zu bringen sein. JKim, oh, da hat er die Gelegenheit gehabt. Ah, auch Nifty nutzt sie nicht. Wenn da zwei schnelle Deagle-Headshots kommen, dann hat Renegades eine Chance, die Runde zu gewinnen. Das wussten sie selbst. Aber in den falschen Momenten in die falschen Ecken gecheckt. Tja. Apropos Navi, die haben gerade verloren gegen G2 16-14. Obwohl sie 11-5 oder sowas vorne waren. Fallen und Cold jetzt an der Doppel-AWP. Das heißt, Made in Brazil stockt sogar nochmal auf. Mir stockt da das Wort in der Kehle, denn die Ts haben sich hinter Fallens Rücken auf den A-Spot geschlichen. JKS kriegt aber nur den Kill gegen Stewie. Ustilo fällt dann gegen Bolz. 2 gegen 3. Bolz hat noch 14 HP. JKS muss aufpassen. Er ist da von der Main auch angreifbar. Nifty hat aber Probleme am Spot. Der braucht Hilfe. Gleichzeitig muss JKS schauen, dass sie nicht von hinten gepusht werden. Wo geht Fair lang? Er hat kurz drüber nachgedacht, über die Tür zu kommen. Geht jetzt aber in die Main und JKS steht auf Engel, versucht es zu erschweren für Fair, aber es geht trotzdem rein. Nifty mit dem Kill gegen Coldzera. Jetzt droppt er wieder auf den Bombspot. Die haben noch einen Molotow und eine HE. Wo bleiben die? Da sind sie, aber zu spät. Fair im One-on-One. Nifty hat noch 33 HP. Er umläuft ihn. Die Bombe war natürlich auch schon sehr kurz vorm Explodieren.
Renegades gewinnt den Clutch. Also diese Bomben-Clutches von Renegades. Naja, vorhin haben wir Bolts gesehen, der im Molly defused hat. Das war der Lebensretter für Made in Brazil erstmal. Wenn er das nicht geschafft hätte, wären die an einem Safe gewesen. Da wäre es schon viel früher 12 zu 10 gestanden, schätze ich sogar. Also Renegades jetzt mit der Chance zum 13 zu 12. Dann müssten die CTs saven. Das 14 zu 12 steht im Raum. Das ist wie Schach in zwei Zügen. Es muss nicht passieren, aber es kann. JKM aimt nur sehr passiv, genauso wie JKS. Sie haben Main unter Kontrolle. AZR geht an die Tür. Schaut erstmal nach einem A-Split aus. Ganz klassisches Ding von Renegades. Jetzt wird auch die Mitte gesmoked, aber ja, die Mitte war bisher von Made in Brazil sehr gut verteidigt worden. Jetzt auch wieder drei Leute dort. Fallen steht allein in Main und wird von Nifty abgeholt. Jetzt kommt die Rotation über den Highway. Fair ist da hingelockt worden durch Renegades Actions. Stewie und er versuchen den Spot zu halten. Er geht um die Smoke herum. Usilo pusht rum, killt Fair. Das war überraschend für Fair von Usilo. 5 gegen 2. Cold und Bolts müssen saven. Und selbst mit diesen gesaveten Waffen können sie sich nächste Runde das wird interessant, ob die da wirklich was kaufen. 2 Runden Loser-Bonus 1,9. Haben sie 2,8 für Coursera. Bowles hat 2,5. Sie könnten droppen. Fair hat 4,9. Der könnte selber kaufen. Ja, eigentlich könnten sie einen Buy riskieren. Sie haben auch 2 Kids. Ah, da wird auch niemand Helm kaufen. Ja, aber es würde sich ausgehen. Kriegt Fallen jetzt sogar eine Ave? Nee, das wäre Overkill. Weil Fair so lange überlegt. Was machen sie jetzt? Nein, die haben schon längst gedroppt. Oder da liegt noch eine M4 für Fair. Nee, der kann keine Arme mehr kaufen, er hat jetzt schon Armor geholt. Fair hat wahrscheinlich selbst noch was gekauft, also würde keinen Sinn machen, wenn er 4-2 drin hat und der 650 fürs Armor ausgibt. Ja, da kommt die M4 hinterher. Und die eine liegt für Fallen, also stabiler Buy von Made in Brazil, dank 2 gesavter Waffen. 13 zu 12, aber insgesamt der Spielstand für Renegades, die auf der T-Seite jetzt langsam etwas mehr in Schuss kommen. 2 Runden in Folge. Eine durch einen Mörderklatsch. Und die andere gut runtergespielt. Fallen in Main gekillt und dann 2 Kills beim Go auf den Spot. Das war's dann auch für Made in Brazil. Fair geboostet auf die Boxen. Bowles schleicht sich zurück, um das Kreuzfeuer aufzustellen. In B warten 2. Made in Brazil diesmal in der Mitte kaum anzutreffen. Fallen hält lediglich von der White Box. Das Timing könnte gut sein. Aber er geht nicht rum. Er hat natürlich auch keine AWP. Das heißt, er weiß, er könnte einen Schuss absetzen, aber er wird wahrscheinlich keinen Kill bekommen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass er einen Schuss abbekommt, ist ja weiterhin im Raum. Mit einer AK, mit einer Scout, mit einer AWE kann man das schon mal machen. Und eben die One-Shot-Kill-Möglichkeit besitzt wenigstens. Dann ist das Risiko besser zu verteidigen. Das Risiko, dass man eingeht, wenn man da so random rumpiekt in der Mitte. Renegades wird auf jeden Fall den A-Spot angreifen. JKS bleibt in der Mitte stehen. Der Rest konzentriert sich jetzt gleich auf den Spot.
Fair wird noch nicht geflasht. Das, boah, die waren aber auch echt durchsichtig, die Flashes. Da braucht Bowles Fair gar nicht. Vom Truck aus hält er da den Spot. Jetzt geht Fair down. 8 Sekunden auf der Uhr. ACA kommt aber keinen Schritt näher an den Spot. Fallen macht noch 2 kurz. Nifty. Schöne Kills da noch. Er wird auch überleben. Sie können dadurch auch kaufen. Oder sie können so oder so kaufen, auch wenn Nifty gestorben wäre. Aber jetzt haben sie eine AWP dabei. Die hätten sie sonst nicht oder nur durch Abstriche. 13 zu 13. Made in Brazil gibt sich nicht auf. Dank einer starken Runde von Bowles und Fallen. Wir erinnern uns an den Start des Spiels. Da waren Bowles und Fallen beide bei... Bowles war, glaube ich, bei 0,88 oder so. Der hat 8 Assists. Ich weiß nicht, wie der so viele Assists machen konnte. Jetzt hat er gerade 9. Und Fallen selber war auf jeden Fall 0,07. Und dann 1,08, glaube ich, gestanden. Und jetzt arbeiten die sich zurück ins Game. Man merkt sofort, dass sie ihre Duelle gewinnen können. Dass es nicht daran lag. Manchmal kommst du einfach auf der T-Seite auch nicht in die Situation, in die Position, um effektiv Kills machen zu können. Bist der Letzte in der Reihe, du erwartest keinen Backstep, wirst gekillt von hinten. Toll. Nächste Runde. Safe Round. Wirst niedergesprayt. Toll. Nächste Runde. Safe Round. Wirst wieder niedergesprayt. Toll. Und so kann das auch mal ein paar Runden lang gehen. Also lasst euch da nicht unterkriegen, auch wenn es euch mal so geht. Fair hat jetzt Kontrolle über die Main. Made in Brazil ist dadurch etwas erleichterter, was A angeht. Und da Bowles im NBK steht, haben sie auch ein bisschen Informationen über den Highway. Ich schätze, dass er da auch mal reinschauen wird, ob was seines Weges kommt. Renegades wird zu fünft in den B-Spot eindringen wollen. Stewie aber schon mal mit dem ersten Kill. Er hat auch Nifty nochmal angehittet. Der hat nur 61 HP. Jetzt kommt die Flash nach draußen. JKS steht aber. 4 gegen 4. Und Ustilo. Der ist in der Mitte. Kozera spray gleich 2 down. Perfekter Winkel von ihm. Er hat auch ACA noch angedingt. Das war zwar auch von Stewie viel Schaden. Aber Ustilos Position dadurch für die Cuts 7 Sekunden auf der Uhr. Er muss eigentlich schauen, dass er noch stirbt. Er tut ihm fair den Gefallen, dass Ustilo nicht so weit hinten herhinkt. Mit $2200. Gerade 1,9 Loser-Bonus auf der T-Seite. Ah, gleich Cold. Mit einem Mörder-Spray. 14 zu 13. Was macht Renegades jetzt? Ja, wenn sie Ustilos Waffe gehabt hätten, vielleicht hätten sie forcen können. Nifty hat 3,7, ACA 3,6. Da wäre schon was zusammengegangen. So 3 AKs und 2 Leute mit Utility. Aber so richtig prickelnd ist das nicht, was Renegades gerade kaufen kann. Nifty. Sehr schöne Diege. Also ja, versucht es nochmal. An der Kante zur Box in der Dusche. Aber da steht niemand. Optimistische Versuche von Renegades natürlich. In der mehr oder weniger Full-Safe-Round, da müssen die Dieges ein bisschen mehr Arbeit noch leisten. 4 gegen oder 5 gegen 3 wäre gar nicht so verkehrt, aber Fallen hat sich Nifty gerade geschnappt. Damit ist eine der beiden Deagles, die Renegades gekauft haben, raus. Mit ACA fällt die andere und jetzt bleibt nur noch Ustilo übrig. Auch den holt sich Kozera. 15 zu 13 für Made in Brazil. Jetzt gibt es die letzten beiden Runden. Renegades. Wie viel haben sie noch im Tank? Wir haben 5 AKs. Full Buy. Mit Voll-Equipment.
Nifty hat so ein Brett verteilt, der muss confident sein. Asia hat 19 Kills, Nifty 23. Ich vermisse im Moment etwas JKS, aber es ist doch nicht unbedingt seine Map. Und Renegades ist eine ausgeglichene Squad, ohne jetzt designierten Full Carry oder sowas, wie bei Navi zum Beispiel der Fall. Oder auch bei Made in Brazil teilweise. Jetzt Nifty wieder mit dem ersten Kill. Diesmal haben die T's noch Waffen und Bowles muss aufpassen. War ein gefährlicher Move von ihm, so lange mit der Nade in Main zu verbringen. ACA steht auch an der Tür. Vorhin direkt vor ihm mit der AWP. Und auf dem B-Spot nähert sich die Bombe langsam an. Kulzera zusammen mit Stewie im Vent und in Checkers. Stewie geht mit der Deagle auf First Peak, weil er mit einem Headshot den Kill machen kann und eh nicht länger als einen Schuss peakt. Die Farmaster in der Hand zu haben, würde ihm nichts bringen. Oh, Fallen! Regulier dich. Nifty hat er gerade schon gekillt, jetzt geht er auf den Wallbang gegen ACA. Das ist selbstverständlich bekannt, dass ACA da auch immer an der Tür rumhängt, rumgammelt. Renegades zeigt sich auf B sehr spät. Ziehen sie da noch Equipment. ACA faked A an. Das triggert aber keine Rotation. Coldzera hört die Steps der T's. Sich gerade schon umgedreht. Da kommt der Anschuss von Stewie. Er finisht mit der Deagle. Er will nochmal mit der Farmers anfinischen, ansprayen. Aber Coldzera finisht sie selber mit 2 Kills. 16 zu 13 für Made in Brazil. Sie machen da am Ende nochmal eine sehr schöne Partie. Renegades ist zwar kurz zurückgekommen ins Spiel mit 2 Runden in Folge, haben sie SK, haben sie Made in Brazil fast resettet oder haben sie resettet. Dann kam aber ein Save im Endeffekt in der genau richtigen Situation und da hat sich Made in Brazil einen Buy zusammengeschustert aus 2 gesaveten Waffen und ein paar Drops, auch wenn sie da wenig Equipment hatten. Achso, jetzt hören wir wieder Maschinen. Auch wenn sie dann weniger Equipment hatten, haben sie es trotzdem zusammengespielt und dann 4 Runden am Ende geholt, hintereinander. Also 13-12, 16-13. So schnell kann es gehen. Renegades wird sich in den Arsch beißen, dass sie da ihre 10-5-Führung und ihre temporäre 9-1-Führung nicht ummünzen konnten. Das geht auf jeden Fall besser von Renegades. Auch wenn sie sich von einer sehr guten Seite präsentiert haben, erwarte ich da noch mehr. Ja, da geht noch mehr. Sie haben es ja gezeigt, Nifty mit 24 Kills am Ende. Und wir gehen mal ganz kurz auf die Webseite, dann zeige ich euch, was noch so heute auf euch wartet. Unter anderem spielt Big gleich, wenn es nicht sogar schon läuft. Schauen wir mal. Ja, Big gegen Liquid auf dem anderen Stream natürlich auch zu sehen. Ja, seid ihr herzlich eingeladen, vorbeizuschauen, wenn ihr ihn findet. Irgendein Moderator wird ihn hoffentlich auch jetzt im Chat posten und dann wisst ihr genau, wo es hingeht. Jetzt sind wir erstmal auf 99damage.de. Wir refreshen das Ganze erstmal. Ja, wir refreshen das Ganze. Wir refreshen das Ganze. Ich würde es gerne... Da, wir refreshen das Ganze. Jetzt geht es auch. Hier könnt ihr euch nochmal die Coverage anschauen. Big Revanche gegen Liquid. Und ich würde jetzt gerne in die Coverage gehen. Ich weiß nicht, wie das jetzt gerade passiert ist. Da ist wohl ein Hänger. Wir haben jetzt noch ein kurzes Interview. Das will ich euch nicht vorenthalten. Also hören wir da mal kurz rein. Dann habe ich die Webseite hoffentlich auch wieder unter Kontrolle. Ah, okay, wir haben also... Haben wir jetzt Sound vom Interview oder nicht? Okay, Stewie, du hast also gerade 21 Kills gemacht und 21 Tode. Hast du das mit Absicht am Anfang des Spiels schon gecallt gehabt für dein Team oder ist das so passiert?
Ja, ich mag die Zahl 21 eben sehr gerne und dann habe ich vorhin gefragt, ob ich das machen dürfte und nachdem ich dann 21 Kills hatte, habe ich mich dann 21 Mal auch töten lassen. Also ich finde das alles ganz okay. Ich weiß jetzt auch nicht, warum die Fans da so ausgerastet sind. Ja, vielleicht liegt das daran, dass es eben eine Art von Arroganz widerspiegelt, wenn man sowas callt. Dewey, ihr habt jetzt dann gegen Renegades auch ein gutes Comeback hingelegt. Gib mir mal einen ernsten Rundown. Ja, Renegades hatte in der ersten Halbzeit sehr gut gespielt. Nifty hat dann gut angezogen. And that was an opportunity. Okay. Ich wollte es irgendwie komödiantisch untermalen. Das hat jetzt nicht so gut geklappt. Dann gehen wir doch auf die Webseite, nachdem das Interview einerseits auch laggt und andererseits keinen Ton hat. Schauen wir uns doch auf 99 Damage um. Da gibt es die Konstellation der Spiele. Im Lower Bracket finden sich Enz und Nip, Gambit und Navi wieder. Jetzt auch Renegades hier und ich schätze, dass Boot auch gleich dazu stoßen wird. Auch unsere Webseite leidet gerade unter Schmerzen anscheinend. Was ich euch sagen kann, ist, dass North gegen Fnatic demnächst anfangen wird, also bleibt da dran. Ja, 16-9 für FaZe. Und Big spielt gerade gegen Liquid, also schaut es euch an auf dem zweiten Stream. Könnt ihr reinschauen, bei Marvin wird es übertragen. Ja, also ihr könnt es euch auf jeden Fall anschauen. Jetzt ist irgendwie der Browser okay, es funktioniert also doch. ESL-99Damage 1 ist die Adresse, auf die ihr jetzt gehen solltet, denn es spielt da Big gegen Liquid. Keine Sorge, ich habe euch gerne auch bei mir. So soll es nicht rüberkommen, aber ich denke, das ist das wichtige Spiel für alle deutschen Fans. Für uns geht es gegen, für, was? Ach, jetzt habe ich auch schon so Hänger. Für uns geht es weiter mit Fnatic gegen North in ein paar Minuten. Also ich gönne mir kurz eine Pause, hol mir was zu trinken. Das solltet ihr auch tun, denn heute ist wieder warm und wir sehen uns in ein paar Minuten wieder mit North gegen Fnatic. Also bleibt auf jeden Fall dran. Wir sehen uns gleich. Mua.